Moin, moin, liebe Angelfreunde, es geht wieder los. Diesmal an ein unbekanntes Gewässer. Mario, mein Freund, führt mich dahin. Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind. Wir versuchen es auf Aal, aber es gibt auch Schleie, Karpfen und so weiter da. Und ja, wir fahren den Spot jetzt an. Wir sind circa in 20 Minuten da. Treffen dann noch Gü an, der kommt auch noch mit. Und ja, mal gucken, was heute geht. Die Gegebenheiten sind ziemlich gut. Wir haben schönes Wetter draußen. Und Temperaturen liegen so bei 11 Grad, würde ich sagen. Vielleicht heute Nacht so bei 7 Grad. Das ist eigentlich optimal. Und das ganze Wetter war die Tage auch konstant. Also es wird klappen. Oder nicht, Mario? Jo. Abflug! Wir sind auf jeden Fall schon mal mitten auf dem Land, Leute. Das ist schon mal geil. Das heißt, hier ist nicht viel los. Bin echt mal gespannt, was da so am Wasser abgeht. Gerade eben waren wir schon an einem Spot, der war mega nice. Da war so viel Friedfisch-Action, Karpfen, Schleien und. Aber das ist ja leider nicht unser Zielfisch heute. Aber das werde ich euch in einem anderen Video auch nochmal zeigen. Ey, warte mal auf mich! So Leute, wir sind jetzt am Gewässer angekommen. Sieht nice aus. Da hinten, wo der Pfosten ist, da habe ich hier die Reuse fotografiert. Ja. Hier hinter diesem Waldstück. Ach, hier warst du letztes Mal. Ja. Da hat er eine Reuse. Ja. Also er fängt auf diesem Stück fast alles an. Die Ratte. Und die stehen hier jetzt auch, die Reusen? Ja. Das ist das Problem. Das habe ich gerade schon gesagt. Der hält er jetzt bei der Brücke und das schwierig. Okay, also Valentina gerade hat. Okay, Valentina gerade erzählt, dass hier zwei Reusen stehen. Und zwar genau in dem Stück, wo wir angeln wollen. Das ist natürlich nicht so von Vorteil für uns. Ganz im Gegenteil, da fängt er uns die Fische ab. Aber egal, Valentin will uns was zeigen. Dann gehen wir ein Stück weiter. Was ist das denn? Ein kleiner Kolk oder was? Ja. Alter. Oh, ich werde hier richtig verführt von den Jungs, Alter. Früher haben wir hier auf diesem Stück hier geangelt, das war das Einzige, was begehbar war. Ne? Ja. Da hat mein ehemaliger Nachbar mal 1,25 Meter rausgezogen. Alter, das ist natürlich hier nice. Hier saßen wir letztes Jahr nämlich in diesem scheiß verfickten Schloss. Ne? Ja. Und auf diesem kleinen Stück haben wir richtig gut gefangen. Das sieht richtig nice aus, ich schwöre. Aal auch ja, bestimmt, ne? Hier, auf diesem kleinen Fischstück. Vor dem Baum, ne? Und dann ich wollte gerade sagen, aber da geht auch bestimmt gut Karpfen oder irgendwas anderes. Ja. Ich fahre mit dem Boot immer hier rein. Ja, Mann. Nice. Nice, nice. Ist auf jeden Fall eine gute Stelle, die uns da empfohlen haben. Aber die Reuse hinter dem Waldstück da, ne? Mhm. Hängt auf der gegenüberliegenden Seite. Okay. Und hier? So. Ja, Leute, ihr habt den Spot gesehen, sieht mega nice aus. Wir sind jetzt immer überlegen, wo wir uns aufbauen. Auf jeden Fall ist hier genug Platz und für Aal auf jeden Fall perfekt. Ihr könnt euch das angucken, das ist wie so ein kleiner Dreisprung und dahinter ist dann noch ein kleiner Kolk. Wir holen jetzt unsere Sachen, dann packen wir aus, bauen alles auf. Ich mache noch einen kleinen Futterplatz. Oh, hier ist gerade eben was gesprungen. Und dann geht's los. So, die Angel jetzt aufgebaut, haben uns hier jetzt einen Spot rausgesucht. Und das Erste, was man macht, man guckt sich das Gewässer an. Man geht ran ans Gewässer und sucht sich jetzt die Hotspots raus. Guck mal da drauf. Jetzt sieht man hier schön Dreisprung, hier kann Wasser schön fließen. Hier sind wahrscheinlich ein paar Futterquellen. Und genau da unter der Weide vermute ich ein paar Aale. Und da setzen wir jetzt auf jeden Fall die erste Angel hin. So, der dritte im Bunde ist auch da. Gü, den sieht man jetzt nicht, der ist da hinter den Bäumen. Das ist der, die eine Friesland-Tour gemacht hat. So sieht das aus, Alter. Unser Reporter, unser rasender Reporter. So, ich habe jetzt noch was Spezielles vor, Leute. Und zwar habe ich jetzt noch eine Karpfenroute hier mitgenommen. Ihr seht es schon. Festbleimontage mit Safety Clip, Lead Core und einem Boily. Erstmal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich die nochmal umbestücke auf Partikel. Ich glaube, das mache ich eben. Und dann bringen wir die gemeinsam aus. Ihr seht, ich habe da auch ein bisschen Futter mit, ein paar Boilies, ein bisschen Pellets und so ein Scheiß. Und dann mal gucken, ob da was geht. So Leute, die Montage ist fertig. Ihr seht schon, eine schöne Partikelkette mit Pop-Up. Valentin hat mir gerade erzählt, dass hier damals ein Maisfeld war. Und deshalb denke ich, Partikel ist eine ganz gute Wahl. Sehr flach hier, hier wird wahrscheinlich viel Weißfisch und sowas mit rumschwimmen, aber das ist mir egal, also ich gehe gerne so einen Beifang ein. So Leute, wie gesagt, nebenbei bringen wir noch die Karpfenroute aus. Dafür habe ich mir jetzt hier ein kleines ruhiges Stückchen ausgesucht mit überhängenden Bäumen. Da drüben ist unser Angelspot, ihr seht schon ein paar Leute von uns da rumstehen. Ich werde jetzt aber nicht rüber auf die andere Seite werfen, weil ihr seht schon, ich habe 80 bis 90 Gramm Blei. 90 Gramm, sorry.
Und hier ist es nur 60 cm tief, das heißt, er würde so tief im Schlamm stecken bleiben, dass ich damit wahrscheinlich keinen Fisch erzielen kann. Also lege ich ihn hier unter so ein kleines Bäumchen, unter so einen kleinen Busch und da fütter ich dann an. Das machen wir jetzt eben zusammen. So, wir werfen die Montage jetzt nicht, sondern legen die ab. So, die Karpfenrute ist jetzt ausgebracht. Jetzt hängen wir noch ein Becken drin. Erster Bill so. Ja. Was war? Scheiße. Ist er abgegangen wie sauer? Das ging wohl. Ja, Mann, nicht schlecht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Könnte auch was anderes gewesen sein. Aber ja. Wurm abgezogen. Vielleicht ein Karpfen? Das glaube ich nicht. Wer weiß. Also Gü hat schon wieder einen Biss. Aber extrem zaghaft. Ja, Mann. Das war auf 80er Tau, dann lag ich tot. Boah, da war richtig dick Bewegung bei dir am Rand. Boah, deine Pose. Der ist voll durch deine Pose geschwommen. Ja, läuft bei dir. Ich hab noch gar nichts. Ja, wa? Habt ihr das gehört, Leute? Gehört schon noch. Boah, Biss. Also hier scheint auf jeden Fall gut Aktivität zu sein. Ja, Leute, eben einmal eine kurze Meldung. Also, ich will nicht sagen, es läuft schlecht. Es läuft aber auf jeden Fall schleppend. Wir haben genug Bisse gehabt, aber immer so übelst zaghaft. Oder kurz angenippt und wieder losgelassen. Ich hatte erst die Vermutung, dass es kleine Weißfische sind. Aber jetzt mittlerweile war doch ein, zwei Aale auf jeden Fall dabei. Ein ganz kleiner Schnürsenkel, denke ich mal, der sich gerade am Boden festgesetzt hat, hat losgelassen beim Anziehen. Und einen habe ich leider selber versaut, weil beim ersten Biss hatte ich einen Karpfenbiss. Da war ich mir zu 100%ig sicher, mein Herz hat geklopft. Ihr kennt das selber. Und beim zweiten Biss, ne, habe ich dann gedacht, nicht lange warten, gleich anziehen, vielleicht ist ja wieder ein Karpfen. Aber da war es nahe. Vielleicht kennt ihr das ja selber. Schreibt mal unten rein. So, liebe Angelfreunde, endlich hat's geklappt, Mann. Oh, die ganze Zeit mein Herz hoch, runter, jeder Biss so zaghaft und der jetzt auch wieder bestimmt 5 Minuten lang immer nur ganz leicht runtergezogen und dann ganz am Ende hat sich das Warten doch gelohnt, ist er dann abgezogen, ich konnte anschlagen und da sitzt er, der Erste, Petri, weiter geht's. Ist weg? Ach so, nein! Ich dachte, du hast ihn dran, scheiße! Ja, Freunde, auch im Schlot hat sich's endlich gelohnt. Erstmal hier, wie Valentin schon sagt, ein Bleistift. Aber immerhin, das zeigt wenigstens ein bisschen von Erfolg und dass die Montagen auch funktionieren. Und das ist ja das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. So, liebe Freunde, wir haben es jetzt genau 1 Uhr in der Nacht.
Ich muss sagen, das ist ein mega geiler Spot. Man muss ja auch bedenken, es ist noch relativ früh im Jahr und die Fische haben allgemein noch nicht so viel Bock zu beißen. Das hat man auch an den zaghaften Bissen gemerkt. Dennoch konnten wir zwei Aale erwischen, hatten bestimmt noch jeder 4 bis 5 Bisse, aber die konnten wir leider nicht verwerten. Aber dafür kommen wir im Sommer hier nochmal her und dann probieren wir nochmal unser Glück. Und wenn ihr dabei sein wollt, vergesst nicht, liken, kommentieren, abonnieren, haut rein, bis die Tage und Peace. Peace. Peace.